So, hallo und herzlich willkommen zur Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde. Wir gehen wieder mit Saruman los. Nicht mit Sauron. Sauron wäre heftig. Den gibt es hier auch gar nicht. Also es gibt keine Sauron-Armee. So gesehen. Ich würde gerne hier noch Kankra mitnehmen, aber die kann ich als Held nicht anwählen. Und außerdem möchte ich wissen, wie weit es hier in die Richtung geht. Und da es hier auch nichts wirklich Vernünftiges gibt, machen wir erstmal hier in die Richtung alles platt. Ja, weil wenn jetzt da schon Ende der Karte ist, dann kann Lurz sich in eine Richtung und Saruman in die andere ausbreiten. Wenn nicht, dann geht Lurz. Einst war Enedwaid von einem riesigen Wald bedeckt. Die wenigen Bäume, die übrig sind, werden die Schmieden des Krieges befeuern. Genau. Also ist jetzt die Entscheidung, ob Saruman nach unten und Lurz nach oben geht oder Saruman nach Süden und Lurz nach Osten. Weil im Prinzip. Ah, ich zeig's euch. Vernichtet alle Truppen Rohans! Ja, Rohan. Wo ist meine Basis? Aufpassen, du! Bewegung! Eine neue Macht erhebt sich. Macht euch kampfbereit! Siehst ihr was? Bewegung! Fünf. Weiter so! Siehst ihr Sieben. Was? Bleibt zusammen! Hält mir. Niemand kann uns trotzen. Genau. Also, 7 Leute für Trupp 1. Bewegung! Ach ja, deswegen sind jetzt andere Zahlen. Ich bin ja nicht mit Lurz unterwegs. Gerade in der Saruman-Truppe. 3. Ja. 3 geht hier in Linien. Vernichte alle Rohirrim-Patrouillen. Krieg ich hin. Nichts wird uns aufhalten. Kommt, ah, hier ist ein Stützpunkt. Da kann ich zwar nichts bauen, aber ich kann immerhin irgendwas bauen. Also, keine Einheiten ausbilden. Nah. Vorwärts! Beeilt euch! So. Das Team 2 muss auch irgendwo hin. Und erkunde erstmal hier lang. Der Sieg ist nah. Ah, kleines Lager. Auf ein paar Barde gestoßen. Ein Barde. Ja. Sklaven meines Willens. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Wagreiter. Ressourcengebäude ist auch nicht schlecht. Und da ich keine kleinen Türmchen bauen kann, würde ich schon eher zu dem zu der Festung. Niemand zu dem großen Turm tendieren. Was soll ich denn jetzt für eine Fähigkeit lernen? Passiv. Bäume fällen gibt 100% mehr. Ja, ich bin aber erstmal hier an Dunkelheit interessiert. Hier entlang. Auf sie! Sie werden fallen. Vergießt ihr Blut. Ja, das waren ja schon mal EP, das ist ja gut. 3 Wagbauten. Schluss mit dem Gequatsche! Weiter so! Da lohnt es sich auch, die Bogenschützen hinzuziehen. Bringt ihn zu Fall, wenn er näher kommt. Ach, da unten der. Nee, meine. So. Ich bin erstaunt, dass ich gar keine Gegner sehe. Armbrüste! Nicht trönen! Unsere Zeit ist gekommen. Also die Armbrüste laufen mit Saruman mit. Unsere Zeit ist gekommen. Schluss mit dem Gequatsche! Niemand kann uns trotzen. Wir werden angegriffen! Kehrt um! Kehrt um! Kommt, meine Diener! Na, hast du es?
Ihr Ende ist nah. Die wittern den Feind. Welche Menschenfleisch. Okay, was war hier für ein Kampf? Nichts. Dann hier. Ah, ich habe Reiter gefunden. Rache der Macht. Alle, die sich euch widersetzen. Ah, Reiter einer. Saruman? Ah, er hat es eingesetzt, okay. Du wirst diesen auch nicht. Ach, falscher Zauber. Verteidigt mich! Du wirst diesen auch nicht gewinnen. Irgendwo müssen Einheiten sein, die mir gehören. Ah. Ja, die haben doch erstmal gut das Feuer auf sich gezogen. Viel zu tun. Dann sollte ich vielleicht auch die hierher ziehen. Der Sieg ist nah. Ich finde das immer noch so geil, wie sie hier ihre Bauern als einfach nur lebende Schutzmauer einsetzen. So eiskalt. Ja, Bauer ist Kugelfang. Nicht ganz unerwartet, es sind ja auch eure Gegner. Eine neue Macht erhebt sich. Ja, die Speere kommen viel zu spät. Gut, ihr steht noch hier rum. Aufpassen, ja, aufpassen ist schon mal gut. In feindlichem Gebiet aufpassen. Ist jetzt eine gewagte Strategie. Kann man machen. Kann lebend verlängernd sein, gehört. Gerüchteweise. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Waage. So, und jetzt kann ich nämlich Dunkelheit skillen. Und dann werdet ihr diese Folge auch noch sehen, warum das der totale Scheiß ist. Wir haben viel. Hm, Saruman erholt sich noch. Wir sind erst auf der Hälfte der Karte. Wir sind hier so quasi Base Death. Bewegung! Aufpassen, du! Kommt zu mir, meine Diener! Mach den Weg frei! Hier entlang! Ich glaube, wir sollten. Weiter. Ich weiß nicht. Es ist gerade schwer, taktisch hier vorzugehen. Also, theoretisch müsste ich erstmal den gesamten Rand abklappern, damit ich weiß, wo die Gegnerlager sitzen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie die Gegnerlager in die Mitte der Karte verlegt haben. Der Sieg ist. Oder ich finde hier noch einen Lagerplatz. Das kann auch sein. Die neuen Wargreiter sind da! Mein Warg hat Hunger! Los! Also ich weiß zurzeit nicht, woher sie angreifen. Sie kommen eigentlich immer aus der Mitte. Ja, komm schon. Weil sie immer von unten kommen, baue ich jetzt so. Das ist eine Rüstung, meine. Ja. Kammer, Warkrube, Schutzturm. Machen wir eine Urukrube. Riecht ihr was?
Lass sie wagen! Ich krieg langsam Hunger! Schneller! Die neuen Wagreiter sind da! Okay, Sauron, Sauron, guck mal, was hier ist. Ja, Basis. Kann sich dann ja Team 4 drum kümmern. Weiter! Hier ist noch Segelwerk. Also mit den zwei Vision Spells habe ich echt einen riesen Vorteil. Gerade bei solchen, keiner weiß, wo der Gegner ist. Noch ein Lager, ist okay. Die werde ich alle mit der Zeit einnehmen. Ah, da habe ich irgendwas angerissen. Reiter! Unsere Zeit ist gekommen. Hierher! Ah, das Auge wartet hier erst. Schön. Da habe ich noch irgendwas. Und hier ist Ende. Aber das sieht mir nach einer Patrouille aus. Ja, das sollte eine Patrouille sein. Die überfalle ich doch direkt. Gebaut. Nein. Team 2. Finden wir hier unten auch einen Stützpunkt? Ja, der angreift uns an. Es ist klar, dass er uns angreift. Nee, hier ist nur so ein Kleinlager. Komm zu mir, meine Diener. Rief hier. Mach eure Waffen bereit. Hat auch ein Posten. Macht eure Waffen bereit. Schneller. Egal. Nicht zurückfallen. Vorwärts. Schneller. Nichts wird uns aufhalten. Macht den Weg frei. So, Team 3, zurück zum Lager. Ich glaube, ich rieche den Feind. Ihr wimmelt es von Feinden. Ja. Also, sie werden hier unten in der Ecke, wahrscheinlich. Die neuen Klingen sind fertig. Schneller! Ja. Fühle meine Macht. Bisschen hochgegriffen, aber mach mal. Nein, wozu haben wir Team 4? Geld ist sogar, wenn Verteidigungstürme Gegner töten, kriege ich das Geld dafür. Deswegen kann ich diese Mission auch quasi komplett ohne Ressourcengebäude auskommen. Ja, wie gesagt, diese Plünderung ist echt ein Riesenvorteil. Kampagne. Ah, wir haben alle Rohirrim-Patrouillen vernichtet. Das freut mich. Aber irgendwo muss noch ein Lager sein. Gucken wir mal hier. Nein. Der Sieg ist nah. Ja, ich glaube, das ist ein Lager. So, das Upgrade ist fertig. Ja, das dürfte das Hauptlager sein. Wir können ja sicherheitshalber noch hier in der Ecke. Niemand kann uns trotzen. Genau. Dann baue ich schon mal Belagerungswerke. Einfach so vorrätig. Immer welche zu haben.
und zieh die Reiter von hier ab. Kommt zu mir, meine Diener. Lasst keinen am Leben. Ich kann hier noch ein bilden, ne? Natürlich super. Hi. Verrennt sie einfach. Niemand kann uns trotzen. Sie greifen an! Nicht trödeln! Ruhe! Ein Bart hat Hunger! Da musst du unbedingt weg. Narr! In den Krieg! Narr! Angriff! Wo ist der Ring? Auf sie! Lass keinen am Leben! Vergießt ihr Blut! Die Fackel sind hungrig! Und die Tür ist zu. Also wir haben ein kleines Problem, wieder mal reinzukommen. Aber ich glaube, es geht schneller, wenn ich einfach die Tür mit Saruman öffne. Sie werden fallen. Unsere Zeit ist gekommen. Vorrücken! Ruhe! Voll meine kleine Belagerungstruppe hier. Nicht trödeln! Sklaven meines Willens. Na, Tür auf? Nein, irgendwo spawnen random Einheiten. Auch nicht schlecht. Gehen wir! Folgt mir! Oh, geht das auch? In den Krieg! Kommt, meine Diener! Aber ich brauche wahrscheinlich wieder Belagerungsgerät. Sie greifen uns an! Wir werden angegriffen! Erstmal! Ja, nee, das kann ich nicht halten. Der Sieg ist nah. Gut, dass wir hier zufällig Rammen bauen können. Aufpassen, du! Eure Waffen! Oh, das kann ich aber gebrauchen. Du wirst diesen Ort nicht verlassen! Weiter! Hier entlang! Da ist ihr Schneller! Schickt die neue Reifanlage! Greif an! Reißt es ein! Wer hat euch gesagt, ihr sollt da hochgehen? Ihr Selbstmörder. Ach, hier ist noch ein Stützpunkt, den ich gar nicht ausgebaut habe. Das ist ja interessant. Dass man nicht alles übersieht. Nicht trödeln! Bewegung! Bewegung! Wir zittern den Feind! Sie zwei. Und die Folge ist durch. Und mal wieder ist alles, was uns aufhält, dieses dämliche Burgtor. Nicht fallen lassen! Bringt sie hierher! Bringt sie Nichts hierher! Wird uns aufhalten! Schnell! Wenn das Tor jetzt offen ist, rennen wir einfach alle rein. Außer vielleicht den Mutbarer. Nur leichtes Gepäck! Yep, das Tor ist offen.
bei! Eine neue Feuer Macht einstellen. Erhebt sich! Und das Tor ist nicht auf. Hier entlang, meine Freunde! Fühle meine Macht! Sie werden Wir fallen. Werden angegriffen! Die beiden Rammen sind noch meilenweit entfernt. Schluss mit dem Rest! Die Wölfe im Zaun! Wir greifen an! Bald! Ruhe, Urus! Ein Wark hat Hunger! Bolzen einlegen! Der Menschenfleisch! Urus! Weiter! Weiter! Nicht fallen lassen! Ram, ram, ram! Hier! Schluss mit dem Verkrampfen! Sklaven meines Willens! Nicht fallen lassen! Ja, von mir aus. Die Wache sind ruhig kampfbereit! Macht ruhig, macht auf. Keine Zurückhaltung. Der Feind! Der Feind! Oh ne, die müssen. Ja, die Gebäude gehören dem Feind, das wissen wir. So, dann zerleg mal. Und das war's noch nicht. Weil irgendwo noch ein Gammelgebäude rumsteht. Okay, jetzt wird's aber langsam zu lang. Ich würde mal sagen, ich mache hier einen Cut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.